Hallo Leute, herzlich willkommen bei Trackpoint. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht hier weiter mit der Star Trek offiziellen Raumschiffsammlung. Und heute habe ich euch eine sehr interessante Ausgabe mitgebracht. Und zwar die Ausgabe 116 mit der USS Curie NCC 42254, das wir in Star Trek Deep Space Nine sehen konnten. Besser gesagt im Hintergrund. Wir haben ein sehr interessantes Design. Die Untertassensektion der Excelsior-Klasse, Rumpfsektion und die Warp-Gondeln, was der Miranda-Klasse entspricht. Ein Mischmasch von allem hier. Ein sehr interessantes Bausteinprinzip, was man hier verwendet. Und es hat auch einen logistischen Hintergrund, aber dazu gleich mehr. Typ Curie-Klasse. Stapellauf, hier 20. Jahrhundert, Länge 380 Meter, Höchstgeschwindigkeit Warp 9,6. Und hier haben wir das interessante Schiff. Ja, Kreuzer, Schiffstyp, Registrierung NCC 42254, im Dienst 2370er Jahre, Länge 380 Meter geschätzt, Besatzung 300 geschätzt, Höchstgeschwindigkeit Warp 9,6, Bewaffnung Phaser-Emitter und Photon-Torpedos. Und hier sieht man es auch. Wir haben hier Gondeln der Miranda, der Constitution-Klasse, Schrägstrich, die Excelsior-Klasse und ja, man hat die Halssektion ein bisschen abgeschnitten. Richtig modular, Bauweise. Zack, 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 wie beim Lego. Und ich finde das Schiff eigentlich hässlich. Also ich mag die Excelsior-Klasse, obwohl es ein richtig robuster Pott ist. Und ich kann es auch verstehen, wenn manche die Excelsior-Klasse hässlich finden, aber ich mag sie irgendwie. Und das hier sieht auf jeden Fall hässlicher aus. Aber wieder mal sehr interessant dargestellt, die USS Curie. NCC 42254. Die Curie-Klasse wurde in alle Eile aus Teilen mehrerer Klassen gebaut, um sie schnell in den Kampf schicken zu können. Und hier, die Curie nahm an der ersten Schlacht des Dominion-Kriegs teil und war der zweiten Flotte zugeordnet. Dieser bestand aus einer Reihe verschiedener Raumschiffe der Sternflotte und der Klingonen. Unter ihnen die Excelsior-Klasse, die Miranda-Klasse, Steamrunner-Klasse, Katinga-Klasse, Galaxy-Klasse, Vorcha-Klasse und Saber-Klasse. Sieht man alles schön hier im Hintergrund. Und die Curie selbst sieht man tatsächlich auch in den ganz kurzen Szene Anfang der sechsten Staffel. Und hier sehen wir sie auch. Wirklich, Kameraschwenk haben wir nach links oben und hier sieht man die Curie-Klasse im Hintergrund. Auch angeschlagen. Auch hier die Jäger der Sternflotte, der Peregrine-Klasse zum Beispiel. Hier sieht man auch ein Versorgungsschiff, das die angeschlagene Excelsior-Klasse mitzieht. Das habe ich auch in der Sammlung, werde ich euch auch präsentieren, bei Zeiten. Und das ist ja, wie gesagt, Excelsior-Klasse-Elemente sind mit dabei. Doch wie kam es dazu? Nun, das ist ja, wie ich schon in älteren Videos sagte, die Sternflotte ist bis dato nicht sehr militaristisch gewesen. Sie hat natürlich jetzt zu der Zeit hier angefangen, durch die Borg auch die Anti-Borg-Schiffe zu bauen. Sie hat natürlich die bestehenden Schiffe modernisiert. Aber das ist ja, wie oft ich schon in anderen Videos sagte und auch schon ein Video darüber gemacht habe, ich verlinke euch das oben. Die Sternflotte ist generell von Anzahl her der Schiffe sehr, sehr unterbesetzt. Sie hat ein Riesenterritorium und sie hat nur wenig Schiffe. Sie muss also wirklich sehr, sehr taktisch und überlegt vorgehen, wie viele Schiffe sie wohin schicken. Und so kommt es natürlich dazu, dass die Föderation ihr Territorium kaum kontrollieren kann. Dass manchmal, du bist ein Planet, sag ich mal in einer Kolonie, irgendwo mitten im Föderationsterritorium, manchmal hast du wochenlang kein Schiff in deiner Nähe. Wie kann man das aber jetzt als Sternflotte kompensieren? Klar, die neuen Schiffe werden gebaut und die alten Schiffe wie die Excelsior-Klasse werden nochmal upgegradet mit besseren Computern, hast du nicht gesehen. Die Waffen werden ja auch immer up-to-date gehalten. Jetzt kann man natürlich ein bisschen logistisch tricksen, indem man einfach Komponenten nimmt von vielen verschiedenen Schiffsklassen und zack, 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 wie Legosteine aneinander setzt. Man spart Zeit und Entwicklungskosten. Kosten in dem Sinne jetzt nicht als Geld, sondern als Ressource. Gerade wenn natürlich so ein großer Krieg stattfindet, wie das Dominion-Krieg.
Und das ist im Prinzip auch der Grund, warum diese Schiffsklasse hier existiert. Aber es gibt auch einige Schiffe, die wirklich darauf basieren. Zum Beispiel die Jägerklasse, die werde ich euch auch präsentieren bei Zeiten. Meiner Meinung nach eines der hässlichsten Schiffe der Sternenflotte. Man nehme vordere Sektion der Intrepid-Klasse, wie die Voyager, und tja, vergrößere den hinteren Bausatz der Föderationsjäger. Also, da sieht man eben, wie verzweifelt die Föderation war. Hauptsache, ich stelle Schiffe her und ich kann Präsenz an der Front zeigen. Zumindest habe ich ein Schiff, wo die Grenze patrouillieren kann. Ich sag mal mit den Zenketi oder so. Also hier ist man wirklich auf Masse statt Klasse gegangen. Aber trotzdem, ich würde diese Schiffe nicht unterschätzen. Also es ist ja immer noch als Kreuzer eingestuft. Moment. Und Kreuzer heißt ja schon mitunter, das ist schon was Robustes. Also es ist jetzt kleine, es ist jetzt also keine Fregatte oder noch kleiner Korvette. Hier die USS Fredericton, ein Raumschiff der Excelsior-Klasse, kämpft in der zweiten Flotte mit der Curie. Sie erlitt große Schäden und wurde im Föderationsraum zurückgeschleppt. Ja, das waren die ersten Wochen, die nicht gerade sehr ruhmreich waren. Hier Datenstrom. Captain Sisko befehligte die zweite Flotte in den ersten 3 Monaten des Dominionkrieges von der Brücke der USS Defiant aus. Die Föderation und ihre Verbündeten erlebten Niederlage um Niederlage gegen die Jem'Hadar. Sisko versuchte, den Kampfgeist der Flotte durch Optimismus zu stärken. Aber auch er empfand Hoffnungslosigkeit, als er erfuhr, dass die siebte Flotte vom Dominion beinahe vollständig vernichtet worden war. Ja, darauf bin ich eingegangen, schon mal in ein Video. Dominionkrieg und das Dominion verlinke ich euch rechts oben. Und hier sieht man dementsprechend Photonentorpedorampen wie bei der Excelsior-Klasse. Shuttle-Hangar wiederum nicht nach hinten versetzt, sondern nach vorne. Bei der Excelsior geht ja nicht, weil hier die Altsektion ist mit der Untertassensektion. Subraumspulen ist ja klar. Hauptbrücke, wie bei der Excelsior das auch, und Impulsreaktionssysteme. Hier Deflektortisch vorne. Hier gemischte Raumschiffstypen. Seinerzeit gehörte die USS Curry zur zweiten Flotte. Dieser Kampfgruppe bestand aus einer Reihe verschiedener Raumschiffsklassen der Sternflotte und der Klingonen. Die meisten waren den Zuschauern wohl bekannt. Aber einige, wie die Curie, waren aus den Einzelteilen unterschiedlicher Klassen zusammengesetzt. Zu den auffälligsten gehörten die USS Ragging Queen. Die Ragging Queen bestand aus wesentlichen aus Teilen der Excelsior und der Miranda-Klasse. Aber ihre Warpgondeln waren an der Rückseite der Untertassensektion mit einer zusätzlichen Paar geriffelten Pylonen verbunden. Es gab noch ein weiteres Hybrid-Schiffstyp der zweiten Flotte. Zu diesem gehörte die USS Centaur, was auch eben ein zusammengesetztes Schiff ist, der Excelsior-Klasse. Darüber habe ich aber auch schon ein Video gemacht. Ich habe euch das Modell präsentiert. Auch die Centaur bestand aus großen Teilen aus Elementen der Excelsior-Klasse und Miranda-Klasse, aber sie besaß keinen Rumpfsektion. Die Elkins hingegen besaß eine der Intrepid-Klasse ähnlichen Untertassensektionen. Und ihre Antriebssektion hatte viel mehr an Maquis Riders gemeinsam. Ja, das war die Jägerklasse, wie eben genannt. Maquis Rider bzw. Sternflottenjäger. Ab und zu sieht man die tatsächlich im Hintergrund. Wie vorhin gesagt, die Föderation ist sehr verzweifelt und dementsprechend ist es die Möglichkeit, schnelle Schiffe zu bauen. Dann baust du sie in der Hälfte der Zeit. Leichtere Logistik. Hier Großangriff. Um Deep Space Nine von Dominion zurückzuerobern, stellte Captain Sisko eine Einsatzgruppe aus Teilen der 2., 5. und 9. Flotte zusammen. Etwa 800 Raumschiffe. Und sie war immer noch 2 zu 1 unterlegen. Und hier kein Erfolg. Im Verlauf des Dominionkrieges versuchte die zweite Flotte dreimal innerhalb eines Monats Beta Z von seinen Besatzern zu befreien. Doch sie scheiterte jedes Mal, weil das Dominion Verstärkung schickte und sich immer besser verschanzte. Ja, das war die Zeit aber, als schon die Föderation bzw. die Sternflotte schon Deep Space Nine zurückerobert hatte. Und danach fiel ihr Beta Z.
Und dementsprechend versuchte die zweite Flotte, wo jetzt der Captain Sisko kein Kommando mehr darüber hatte, das Dominion zu vertreiben, was aber vorerst nicht gelang. Hier Comedy-Name. Die Beschriftung Ragging Queen war nie auf einem Bildschirm zu sehen. Man entdeckte sie erst später, als Fotos vom Studiomodell veröffentlicht wurde. Interessant. Und ja, hier sehen wir das beschädigte Modell, was wir im Hintergrund sahen, aber wirklich nur innerhalb von wenigen Sekunden. Und jetzt könnt ihr sehen, wie stark beschädigt sie erst recht war. Ich meine, klar, sie hat jetzt hier das Glühen gehabt, das konnte man im Hintergrund ein bisschen sehen. Sie hat also hier vorne heftige Treffer bekommen, im Bereich hier um den Warpgondeln. Schon heftig. Das Design der USS Curie. Ich nannte sie aus Spaß ab und zu mal Curie. Die USS Curie wurde von Dan Curie in der Kurzzeit gebaut, als für einen DS9-Folger eine Flotte beschädigter Raumschiffe benötigt wurde. Ja, das haben wir öfters. Erinnert mich sogar ein bisschen so an die Warp 359 Hintergrundschiffe, die ich euch schon mal hier präsentiert hatte. Und das ist der gute Herr. Dan Curie. Dan Curies außergewöhnliche Begabung und seine Leistung als VFX-Leiter machte ihn zu einem der Helden von Star Trek. Und definitiv, ich habe immensen Respekt vor diesem Mann. Und hier sieht man auch das Team dahinter. Das sind wirklich alles tofte Leute. Ach, die gute alte nostalgische Zeit aus den 80ern und 90ern. Man merkt es aber auch, dass es schon ein paar Jahrzehnte her ist. Allein schon, wie die angezogen sind und ihre Frisuren. Trotzdem, das war eine tolle Zeit irgendwie. Ha, Nostalgie. Hier zum Beispiel aus der ersten Staffel von TNG, der Waffenhändler. Auch eine interessante Episode, die von den Fans so lala bewertet wird. Ich mag die Episode. Ich bin aber auch einer, der die erste Staffel von TNG sogar einigermaßen mag. Es gibt schon da ein paar gute Folgen. Auch hier so im Hintergrund. Cool. Und hier Wissenswertes. Der Jem'Hadar Angriffsjäger aus der Zeit des Widerstands war in den vorigen Staffeln in der Folge das Schiff erbeutet worden. Denn jemand, der sich ein bisschen in Star Trek auskennt und auch Deep Space Nine durchgeguckt hat, der weiß ja, dass Sisko und seine Crew in den vorigen Staffeln ein abgestürztes Jem'Hadar-Schiff geborgen hat. Das konnte man sehen und wurde auch erwähnt. Und das wurde im Raumdock dementsprechend repariert. Und man hat es für diese Undercover-Mission eingesetzt. Und ich finde wirklich beide Episoden cool. Die Episode Das Schiff, wo sie dieses Schiff herbeuten. Und auch später natürlich, wo sie versuchen, Catrazel White Lager des Dominions zu zerstören auf einem Asteroiden. Ergibt absolut Sinn. Und das mag ich ja, diese chronologische Verbindung zwischen Ereignis A und viele Episoden später Ereignis B. Hier, der Warp-Antrieb des Jem'Hadar-Angriffsjägers, der Captain Sisko und seine Besatzung nutzten, wurde bei der Explosion beschädigt. Nur mit Impulsantrieb würde sie 17 Jahre brauchen, um in den Föderationsraum zurückzukehren. Ja, das hat Dr. Begier damals auch erzählt, in der Episode. In der nächsten Ausgabe, 117 Ferengi-Raumschiff aus dem 22. Jahrhundert. Was ich auch interessant finde, weil wir von der Ferengi nicht wirklich so viele Schiffe sehen konnten, bis jetzt in Star Trek. Bisschen natürlich die klassischen Marauder, der Decora-Klasse, Ferengi-Raumschiffe, aber so, ja, ist okay. Hier sehen wir nochmal eine Draufsicht und jetzt geht's endlich ans interessante Modell. Und hier haben wir sie, die Curie-Klasse. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Schiffe hiervon gebaut wurde. Auf jeden Fall bestimmt nicht viele. Aber wie in den Zeitschriften erwähnt und ich auch vorher am Anfang des Videos, es gibt viele Schiffsklassen, die mitunter zueinander verschmolzen wurde. Und fangen wir mal mit vorne an. Ja, ein sehr interessantes Design. Hier Shuttle Hangar vorne. Was ich auf jeden Fall hier cool finde, ist, Paintjob gefällt mir sehr gut, wird sehr gut übertragen. Diesem Türkis, diesem minzgrünen Elementen. Und
Ja, klassische Untertassensektion natürlich, ne? Mit Aztec-Pattern, Registrierungsnummer, die USS Curry mit den Sensoren. Sehr schön eleganten Übergang. Und auch hier die Warp-Gondeln. Hier mit den Sternflottenabzeichen. Und auch hier natürlich im Hauptrumpf. Na, kann man das lesen? Ja, sehr schön. Starship USS Curie. United Federation of Planets. Cool. Auch mit den Aztec-Pattern, wie ihr sehen könnt. Sehr schön. Ach, coole Kameraperspektive. Ihr seid jetzt in ein Shuttle drin und fliegt vorbei. Auch sehr coole Warp-Gondeln. Hätte ich gern ein bisschen durchsichtig gehabt. Aber sieht wirklich sehr gut aus. Auch hier nochmal United Federation of Planets. Mit der Registrierungsnummer der Curie. Von hinten. Ja, aus dieser Perspektive würdet ihr dieses Schiff eigentlich selten sehen. Auch eine coole Sache. Impulsantriebe der Excelsior-Klasse und noch weitere unten sogar. Interessant. Wo nochmal so Shuttle-Hangar im hinteren Bereich ist, haben wir das hier nicht. Hier wurde leicht umgedesignt. Auch sehr elegant. Mir gefallen auf jeden Fall die Warp-Gondeln. Ich mag generell diese Designs. Und auch unten. Auch sehr schön, Leute. Sehr schön. Viele Details, auch gerade hier in diesen Ausbuchtungen. Zum Beispiel, wo mitunter auch die Traktorstrahlemitter sind. Das ist doch wirklich cool, Leute. Ach, ich liebe diese Sammlung. Ein sehr seltenes Schiff. Und ich bin mir absolut sicher, nicht überall, selbst im Internet, würdet ihr solche Shots finden. Die Möglichkeit, die Designlinie so zu begutachten, das Design überhaupt dieser Schiffsklasse. Und ich kann es ja immer wieder nur betonen, deswegen liebe ich diese Sammlung. Du hast die Möglichkeit, seltene Schiffe wirklich zu begutachten, die du nur wirklich kurzzeitig im Hintergrund siehst. Und ich mag diese Spiele, Formen, die Details sehr, sehr gut. Die Warp-Gondeln auch. Wir haben natürlich jetzt hier, anders bei der Excelsior-Klasse unten, an der Untertassensektion, weniger Schriftzüge und Details, ist ja selbsterklärend. Hier geht es weiter. Hier Deflektordisch, auch in transparentem Plastik, dicker Pluspunkt. Die Torpedo-Abschussrohre der Excelsior-Klasse. Und das hat es mir natürlich auch angetan, Leute. Das sieht doch richtig elegant aus. Gold mit dem Abzeichen der Sternflotte. Also, ich muss sagen, es ist mittelschwer. Es fühlt sich aber trotzdem wertig an. Oben Metall, unten Plastik. Die Warp-Gondeln und die Sektion hier. Also wir haben hier auf jeden Fall coole Details. Und ich habe das Original gebracht. Die Excelsior-Klasse, was ich euch auch präsentiert hatte. Und da sieht man eben dementsprechend, ja, ich will nicht sagen, dass sie sich gleichen wie einem Ei dem anderen. Also ein Ei der anderen kann man jetzt hier nicht sagen. Aber da sieht man eben, dass die Antriebssektion hier vorne versetzt wurde. Aber die Untertassensektion basiert auf jeden Fall auf die gute alte Excelsior-Klasse. Und auch wenn man zum Beispiel jetzt mal eine Seite guckt, das ist ein bisschen schwierig zu hantieren, das ist die vordere Sektion beider Schiffe. Hier sieht man eben, es basiert drauf. Wir haben hier nicht die Halbsektion, die Halssektion wurde nach hinten verfrachtet bei der Curie. Bei der Excelsior ist sie natürlich weiter vorne. Die Warp-Gondeln wurden, wie gesagt, von der Miranda-Klasse übernommen. Die Excelsior-Klasse hat ihre eigene Warp-Gondeln, wie ihr sehen könnt. Hier fallen die Gondeln nach unten, hier nach oben. Von unten, auch hier natürlich, gut, man muss auch sagen, hier sind die Details besser als bei der Excelsior-Klasse zum Teil. Aber man merkt auch, dass es darauf basiert. Von der Seite. Und bei der Excelsior-Klasse haben wir hier
die Shuttle-Hangars etwas anderen Formen. Normalerweise ist es so, bei den meisten Schiffe, zum Beispiel die Galaxy-Klasse, auch mitunter oben haben. Das hat die Excelsior-Klasse nicht. Und hier hat man dementsprechend das hintere nach vorne genommen, zum Teil. Ja, wie ihr sehen könnt, ein wirklich sehr interessantes Design. Und ich muss sagen, ich mag die Excelsior-Klasse und wirkliche Schönheit ist das aber nicht hier gerade. Aber ich finde, sie ist wirklich sehr gut dargestellt worden. Und ich finde sie trotzdem interessant, wenn ich sie jetzt so schaue. Auch die Farbgebung gefällt mir sehr gut. Hier haben wir Base, wie so oft, USS Curie. Zack, wird dran gesetzt. Und auch die Halterung ist hier ganz simpel. Nicht an den Warp-Gondeln, sondern auch hier an der Untertassensektion. Und sie sitzt auch fest. Ja, ich bin zufrieden. Schön. Zum Fazit. Ich habe jetzt beide Modelle nebeneinander geparkt, sage ich mal. Und ich muss sagen, die Zeitschrift gefiel mir sehr gut. Vor allem, man hat ja auch hier die kaputten Originalmodell gesehen. Die Modelle fand ich auch gut. CGI hat mir gefallen, sehr informativ. Zeitschrift auf jeden Fall top. Stand kann ich auch nicht meckern, mit Base zusammen natürlich. Okay, ich habe den jetzt nicht richtig reingetan, aber der ist eigentlich schon solide. Und das Modell, ich muss sagen, bemerkenswert detailreich. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Die Farbgebung ist okay. Hier ist sie ein bisschen anders. Hier ist sie so hellblau, hier mehr so türkis. Da muss man aber sagen, in CGI ist sie auch hellblau. Und auch beim Originalmodell wiederum ist sie auch wieder so eine Art hellblau. Das ist mir ein bisschen zu sehr türkis. Aber ich finde sogar, das sieht besser aus als hier. Und die Kuppel, die hätte man ein bisschen anders machen können. Von der Farbgebung her. Die etwas dunkler sind. Das hat man nicht ganz hinbekommen. Aber sonst, wirklich, die Verarbeitung ist super. Und gerade im unteren Bereich hier, was ich euch gezeigt hatte, wenn man das Kopf überdreht, das Schiff. Sehr viele Details. Die Schriftzüge haben mir alle sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, es sind wirklich nur die kleineren Details, die hier kleineren Malus geben. Nichtsdestotrotz, das Modell ist nicht perfekt, aber es ist ziemlich gut. Und deswegen würde ich von 5 möglichen Punkten hier 4 geben. Aber das ist meine Meinung. Was ist eure Meinung, Leute? Wie immer würde mich das interessieren. Und vor allem, welches der Raumschiffe findet ihr cooler? Das Original Excelsior oder die Curie? Schreibt es doch mal in den Kommentaren. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Ich hoffe auf ein positives Feedback von euch mit einem Like. Bis dahin sage ich, Leute, passt auf euch auf. Lebt lang und erfolgreich.